Die Deutsche Lacrosse-Meisterschaft 2015 in Berlin. Ein Event der Extraklasse, ein Event der besten Teams der gesamten Bundesrepublik. Im ersten Spiel zwischen den in Rot gekleideten Hannoveranerinnen und den schwarz-gelben Damen aus Hamburg wurde schnell klar, wer hier das Heft in die Hand nehmen würde. Hannover seit 3 Jahren ununterbrochen deutscher Meister und diese Serie sollte klar unbedingt verteidigt werden. Und da konnten die Hanseatinnen leider auch nichts dran ändern. Die Niedersachsen genauso stark wie erbarmungslos. Zwischenzeitlich konnte man bis auf 12 Tore davonziehen, ehe ja das Sommergewitter das Spielgeschehen für 2 Stunden lang außer Gefecht setzte. Das alles brachte aber keinen Umschwung. Hannover gewann am Ende klar und deutlich mit 16:2. Wie ist das Spiel so gelaufen? Also ihr habt ja 16:2 gewonnen. Wie ist es? Ja, also lief ziemlich gut, aber ist halt auch ein Gegner, den man sehr gut kennt, weil wir in der Liga natürlich häufig gegen die spielen und ja auch bei den letzten deutschen Meisterschaften eigentlich immer die als Halbfinalgegner hatten. Heißt, man kennt sich sehr gut und kann sich aufeinander einstellen. Und ja, dann weiß man auch, wie man die knacken muss. Gegner im nächsten Spiel sollte dann ein alter Bekannter werden. Die Münchner Damen gewannen nämlich auch ihr Halbfinalspiel souverän und zogen somit ins Finale ein. Doch der Sonntag hielt nicht nur das Finale bereit, sondern auch das Spiel um Platz 3. Und hier trafen mit den Münster Mohawks und Hamburg 2 ebenbürtige Teams aufeinander. Ja, und genau so gestaltete sich dann auch die Partie. Von Beginn an schenkten sich nämlich beide Teams nichts, sodass der stets enge Spielstand keine Überraschung war. Am Ende kann es aber auch ja, im Lacrosse nur einen Gewinner geben. Und dieser kam aus Hamburg. Die Damen in den hellen Oberteilen gewannen am Ende nicht ganz unverdient, ganz knapp mit 12:11 und konnten sich somit über den 3. Platz freuen. Ich stehe jetzt hier mit Svea und Jenny. Ihr seid 3. geworden. Super Freude. Und wie war das Spiel für euch? Sehr anstrengend, was wir eigentlich nicht gedacht hätten. Wir dachten, es wird sehr deutlich für uns ausgehen. Aber ja. Ja, war auf jeden Fall sehr unerwartet. Aber in den Playoffs haben wir die auch, wie haben wir die geschlagen? 19:9. Wieso? Und ja, haben wir uns vielleicht etwas überschätzt, aber mein Gott, wir haben es umgedreht. Ganz knapp, ein Tor, ach, man sieht es nicht mehr. Mit einem Tor Unterschied verloren. Mega krasses Ergebnis für uns, mega starkes Spiel. Wir haben in den letzten 3 Wochen 2-mal gegen Hamburg gespielt vorher, was nicht so gut ausgegangen ist. Die haben uns da nass gemacht. Waren etwas stärker als wir und ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass es so ein Spiel wird, das wir immer wieder aufgeholt haben. Und am Ende fehlte das Quäntchen Glück. Danach war es dann soweit. Bühne frei für das große Finale Nummer 5. Nummer 5, fragen Sie sich? Genau, da war ja was. Dieses Finale gab es bekannterweise jetzt bereits zum 5. Mal in Serie und dementsprechend kannten sich die beiden Teams in- und auswendig. Die Damen in Rot aus Niedersachsen gingen als Favorit in die Partie und zeigten bis kurz vor Schluss auch warum. Zwar konnte das Team aus dem Norden die Angriffe der Münchnerinnen nicht verhindern, trotzdem blieb man fast die komplette Spielzeit in Front. Ja, und das entscheidende Wort hierbei ist fast. Denn die Münchnerinnen gingen kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit in Führung und mussten nur aufgrund, schauen Sie mal, dieses haarsträubenden Fehlers in die Overtime. Und da führte das Team aus dem Süden wieder bis kurz vor Schluss. Doch leider versagten erneut die Nerven, sodass Hannover eiskalt zuschlug und den Sack zuschnürte. 13:12 der Endstand. Hannover mit dem 4. deutschen Meistertitel in Serie, München dagegen absolut fassungslos. Mann, was war das für ein Finale? Wie fühlst du dich jetzt? Ich bin völlig fertig. Ja? Ja. Also? Es ist, ich weiß es gar nicht. Ich konnte eben auch gar nichts irgendwie groß sagen und es war super aufregend, super spannend und ja, alles ins Spiel reingelegt. Jetzt bin ich völlig ermattet. Kim, ich weiß, nach so einem Spiel, nach so einem spannenden Spiel vor allem, ist es schwer, was zu sagen. Aber wie fühlst du dich jetzt? Ja, wir haben halt verloren. Ist nicht ganz so geil. Aber ich meine, wir haben hart gekämpft. Es war ein hartes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Wir waren gleich auf und es waren ja die letzten 30 Sekunden, die letztendlich alles entschieden haben. Und was kannst du noch kurz erklären, was das mit Britney auf sich hat? Britney ist unser größter Fan. Und ja, seit wir zum Warm-up Britney-Lieder hören, haben wir nicht mehr die deutsche Meisterschaft. Aber wir sind immer gewonnen. Ja, das ist ja echt eine. Ja, das würde ich auch so machen. Ab jetzt mache ich das genauso. Vielleicht klappt es dann bei mir auch irgendwann. Das war's also in Sachen Deutsche Lacrosse-Meisterschaft 2015 bei den Damen.
Doch auch die Herren zeigten beeindruckende und vor allem hochspannende Partien. Für mehr Informationen klickt doch einfach auf die Zusammenfassung der Jungs. Alles gebündelt und anschaulich bei uns auf hauptstadtsport.tv.